Das ist... Mari, bitte, du weißt, wie das endet. Ich kann das nicht machen. Hier, da. Das ist... Überraschung. Das gibt's nicht. Und da wollte ich euch unbedingt Ayla vorstellen. Hallo. Und sie mir weggeschnappt hat. Fängt's auf mit der Geschichte. Seile und Seile, Seile. Klammer mir bitte. Gemacht. Ja schon, aber ich kenne die Frau überhaupt nicht und habe keine Lust, den Babysitter zu... Siegeln. Was es hier Croissants gibt. Beim Bäcker am Ort, da könnte es welche geben. Hm? Ein Croissant. Hallo, Marie. Sag mal, wo ist der Bäcker? Wo bist du denn? Ah, ja. Ja, genau. Auf die gehst du zu, bis du zu einer Brücke kommst. Oder Kirche stehst. Ah, yes, ich sehe den Bäcker, danke. Okay. Sandra, mach dir keine Sorgen. Ich komme mit dem Spiel die Anstandsdame. Du hast das Sieb vergessen. Oh nein. Marie! Marie! Aber ich muss ihn wiederfinden. Ja, ist von Dom. Ohne mich. Bitte. Wo bist du denn langgelaufen? Dom, bring mich um! Er wird das als schlechtes Omen sehen. Muss ich ja. Bitte. Da lang. Und wo ist denn wir gekommen? Gar so bitter kalt. Hänsel und Gretel gehen jetzt nach Hause. Echt? Oh. Mal auf. Was ist? Danke. Danke. Das ist... Na, Baby? Wie war dein Tag? Hä? Ich warte genau 5 Minuten. Wer da nicht da ist, fährt mit der S-Bahn. Du. Lili, so gehst du nicht aus dem Haus. Warum denn nicht? Und jetzt müssen wir sie wieder einladen und so geht es dann immer weiter. Was ist denn los? Wir haben beide zu viel gearbeitet im letzten Jahr. Ich bin so froh, dass du da bist. Das ist übrigens das Modell meines Windrades. Das kann an jedem... Naja, komm erst mal rein. Schrecklich, das war. Also, deine Probleme möchte ich mal haben. Ich mir selbst auf die Nerven gehe. Mm. Papa, du bist echt fies. Wir bräuchten auf jeden Fall ganz dringend mal ein Jahr. Weil ich das Gefühl habe, in meinem Leben fehlt. Doch. Alles andere. Da kann dir einer helfen. Sie spricht perfekt Französisch. Ja? Ja.
Eifersüchtig. Wieso? Bleibt. Meinst du Eiler oder seine Erfindung? Beides. Mama, ich muss mit dir reden. Was ist das? Ich muss mit dir über die Pille reden. Lili, du... Du hast keine Ahnung. Ein Drama. Das sieht. Also hier kann man die Fenster bis zum Boden durchziehen für das neue Bad. Ach. Es gibt aber eine Menge Lärm und Dreck. Oh ja. Nee. Nee. Darf. Ich glaube, da war gut Platz bis zur Stufe des Solls. Nein, es geht jetzt nicht. Dann muss ich mein Hochzeit. Ich hasse Fliegen. Ist nicht schlecht. C'est belle. Oh. Dazu eine Party. Ah? Ja, warum denn nicht? Mademoiselle. Ça va? Oui, ça va bien. Voilà, c'est hard to drink. Ja. Was ist denn hier los? Ich habe Friedi eine runtergehauen. Komm mal her. Du weißt überhaupt nicht, was... Anders vorgehen. Komm. Ich gehe vielleicht noch mal zu Eiler. Ja, mach das. Das ist ja keine Lebensentscheidung. Du siehst blass aus. Das habe ich ja auch schon gesagt.
Du bist eine tolle Mutter und Schwiegertochter. Werner, bitte, jetzt mach's nicht so. Froh, dass ihr euch endlich euer eigenes Zuhause baut und dass wir euch unter die Arme greift. Wird das Wohnzimmer sein? Bis dahin bin ich. Friede, ja mal zum Essen vorbeikommen. Ist das dein Ernst? Passiert. Ich habe mich gerade erinnert, wie das ist für mich. Einfach Dom! Wir haben's gefunden! Dom. Leute! 2000 Windkrafträder. Nein. Das gibt's ja nicht. Wie hast du das gemeint? Mann, das stimmt, das ist das Leben. Windhabe hat es geklappt. Dann ist doch gut, Jeppi. Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Ich glaube, du kriegst da irgendwas durch. Du und Dom, ihr gründet eine Familie. Und ich hab eine. Schön zusammen. Was auch immer das war, wir müssen aufhören. Lass! Wo warst du denn? Seit Stunden versuche ich dich. Auch selbst Zeit. Und jetzt komm mal runter, jeder kifft. Du tränkst. Das ist nicht verboten. Musst du ihn so anfahren? Warum hast du mich angelogen? In einer Familie muss jeder dem anderen vertrauen. Es ist verboten, aber doch kein Weltuntergang. Nicht. Aber das stimmt doch nicht. Da kann ich dir auch nicht helfen. Brauche ich in dich rein, dass du dir passt. Genau. Euch auch einen schönen Nachmittag. Oh Gott. Soweit ich mich erinnere. Hallo. Unsere erste Begegnung. Hunger? Ja. Feeling, are you alright? Sunshine, I say, oh, getting high. Ist doch mal Loch. Schaffst du das? Friede, du kannst hier übernachten, aber ich muss mich auf dich verlassen können. Kein Problem. Ich will ruhig schlafen können. Meine Mutter habe ich mir auch immer gewünscht. So. Oh. Plötzlich. Hallo? Ayla, geht's nicht gut? Oh, Marie. Ayla? Marie? Was ist denn? Ja, bestimmt. Soll ich kommen? Hallo. Ich fahre und du kannst ja hier bleiben. Macht dich wahnsinnig. Was bringt dich so aus der Fassung? Ich muss zu Ayla. Hier. Was machst du denn? Wieder besser? Der Arzt sagt, dem Baby geht es gut. Und ganz kurz. Ist ja jetzt egal, Cafeteria oder sonst wo. Also. Wer schläft denn mit Vicky, du oder ich? Vicky, was soll das denn jetzt? Sieht gut aus. Ich weiß noch nicht, ob es...
Marie, das mit Vicky war eine Dummheit. Pflanze gesehen? Und ihr macht mir so ein paar Gramm. Das ist unfair. Warum gelten für mich andere Gesetze? Ich hole mir noch mal was zu trinken, ja? Tschüss, Jonas. Schlaf gut. Ach, nur Kerzen und offene Feuer stellen. Das ist nun mal ein Fax. Zeit ist an diesem Fehler. Glaube ich jetzt nicht. Doch, er versteht. Das hat er so gesagt. Mhm. Hallo. Hallo. Setz dich. Da vorne. So ausgefressen? Ich habe einen Pulli geklaut. Mhm. Da kümmert sich wirklich um die Verweisung total. Außerdem ist es auch anstrengend. Echt? Tut mir leid. Ich will es halt wissen. Manche sind sich sicher, andere sind sich nicht so sicher. Das ist 22, wenn es ein. Bauen mit Eila und Tom zusammen. Ich habe das durchgerechnet, das spart. Bernd hat mir vorgeschlagen, ob wir nicht zusammen bauen wollen. Ja? So eine große Familie wäre für das Baby fantastisch. Danke. Kalimera. Mari, ich hab dich auf. So ist es richtig. Mehr zu einatmen. Was? Naja, dein Auftritt im Supermarkt war auch nicht. Es wäre gut, wenn wir einfach den Teppich wegfliegen.
gewundert, warum ich dich angerufen habe. Ja. Aber ich weiß das alles. Ist dir doch. Was macht der denn hier? Ohne was zu fragen. Ja, wer mag mich? Aber wie kommst du denn da drauf? Warum tust du das? Warum hast du dann mit Vicky gesprochen? So. Manchmal verstehe ich dich einfach. Ich sehe Vicky nicht als Konkurrentin. Wir sind überarbeitet und ich dachte, sie kann uns entlassen. Wow. Was ist das denn? Frohe Weihnachten. Ja. Frohe Weihnachten. Nein. Ich gehe schon. Was denn? Eila. Na, danke, Eila. Oh, Mann, das ist super. Gefällt es. Weil heute Weihnachten ist. Er kann ja später vorbeikommen. Bladek. Mann, das ist unfair. Ich habe meine Strafe abgearbeitet. Ich kiff nicht mehr. Jonas, es reicht. Mann, ich fang grad erst an! Mann, so wie ihr will ich nie enden! Der Junge dreht total durch. Seit wann? Du machst mir. Passiert ja vielleicht manchmal. Es ist mehr als das. Ayla, wir haben vor ein paar Wochen geheiratet. Wir bekommen ein Baby. Wir haben uns jahrelang darauf gefreut. Oder bin ich nur der Erzeuger, weil du schwanger werden wolltest? Mir reicht's für heute. Das erkläre ich dir später. Sag bitte Bescheid, wenn er sich bei dir meldet. Los, unsere Zukunft planen. Während du Sex hast mit einer Wer bist du? Hör jetzt gleich! Komm. Jonas ist bei deinem. Warum hast du so gelitten? Tut doch nicht einfach so auf. Doch. Du verstehst es nicht. Marie, ich will's verstehen. Hoffentlich fällt es nicht auseinander. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Einen Tee machen. Trennt ihr euch jetzt? Was ist die Wahrheit, Mama?
Schön, dass ihr gekommen seid trotzdem. Ist doch klar. Kann ich helfen? Mhm. Warum musst du jetzt deine Sexualität ausleben? Eine tolle Familie. Fröhliche Weihnachten. Mantel ausziehen? Nee, du, ich hab noch was vor. Wir bauen es zusammen mit unseren Nachbarn. Mit denen nach? Das ist jetzt von allen guten Geistern Falle. Ja, Papa, immer wenn es ungemütlich wird, dann verdrückt ihr euch. Komm. Hinweg. Marie. Das stimmt nicht. Doch, Marie. Du hast genug Chaos angerichtet. Alles. Einer, bitte geh nicht weg. Bitte. Ich gehe mit Dom. Oh, meine Liebe. Das kann doch nicht ab. Keine Kraft für das ganze Durcheinander. Jonas, hol doch bitte den Salat. Ja. Wir schaffen das, Marie. Was siehst du denn? Du machst dich lächerlich. Ayla will nichts mehr von dir wissen. Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein.